München. Deutschlands Boomtown und Vorzeigestadt, Heimat der Reichen und Schönen. Keine andere deutsche Metropole trägt Wohlstand und Erfolg so offen zur Schau. Die feine Gesellschaft zeigt gern, was sie hat, wie hier vor der Bayerischen Staatsoper. Die teuerste Stadt der Republik ist ein Pflaster für Millionäre mit Edelboutiquen und Luxusshops. Doch gerade im reichen München wird Armut immer mehr zum Problem. Viele Bewohner können sich ihre Stadt nicht mehr leisten und geraten in Not. Ihnen droht der wirtschaftliche und soziale Abstieg. Einige wohlhabende Münchner wollen das nicht hinnehmen und sind von der Entwicklung der Stadt schockiert. Wir haben zwei Extreme. Die einen werden immer reicher und den anderen geht es immer schlechter. Montagmittag, Stoßzeit bei der Münchner Tafel im Stadtteil Haidhausen. Hier holen sich jede Woche 160 Bedürftige Lebensmittel. Auch Rentner R. Keller lebt von den Essensspenden. Ich war einmal relativ vermögend, habe zu meiner Altersversorgung ein großes Mietshaus am Viktualienmarkt besessen. Und meine Frau, Ex-Frau, hat es geschafft, dass ich nichts mehr habe. Und das war meine Altersversorgung, dieses Haus auch. Seit 4 Jahren steht der 74-Jährige Woche für Woche an der Kirchenmauer und wartet, dass seine Nummer aufgerufen wird. Nur wer einen Berechtigungsschein hat, darf zur Tafel. Und sie ist die Chefin hier, Hildegard Breitner. Gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen und ihrem Ehemann Paul Breitner steht sie seit 11 Jahren an der Ausgabestelle und verteilt Lebensmittelspenden. Fußballstar Paul Breitner feierte mit dem FC Bayern große Erfolge, wurde Welt- und Europameister. Heute hilft der 67-Jährige armen Menschen und packt dabei kräftig mit an. R. Keller ist beeindruckt. Tiefen Respekt, und das nicht nur zwischendurch als kleine Flamme, sondern seit Jahren. Und sehr engagiert und sehr menschlich und sehr, wie soll ich sagen, positiv. Paul Breitner ist besorgt über die wachsende Armut in München und will aktiv etwas dagegen tun. Wir betreuen hier Bedürftige, die, jetzt würde ich mal sagen, zu einem Drittel oder zu 40% nach wie vor in erster Linie Rentner sind. Rentner, die jahrzehntelang gearbeitet haben. Und am Ende, wenn der Föhn kaputt wird, wenn das Waschpulver ausgeht oder, mit 200, 250 Euro vielleicht, wenn es noch bleibt, auskommen müssen. Die Breitners sind 2 von insgesamt 600 Ehrenamtlichen, die bei der Münchner Tafel mithelfen. Jede Woche verteilen sie 120 Tonnen Lebensmittel an 20.000 arme Münchner. Eine Mammutaufgabe. Morgens sammeln die Helfer im Stadtgebiet Lebensmittel bei Supermärkten ein. Essen, das sonst im Müll landen würde. Einer der Ehrenamtlichen ist der pensionierte Polizist Martin Endlicher. Wir sind heute Morgen 3 Stationen bei Lidl angefahren, eine Bäckerei in Pasing, dann waren wir bei Rossmann und dann waren wir bei der Metro gewesen, am Gleisdreieck da in Freiham bei der neuen Metro. Da steht dann Sachen, die wir mitnehmen können, und da muss man natürlich von Anfang an schon ein bisschen aussortieren, wenn faule Sachen drin sind oder sowas, das nehmen wir nicht mit. Ja. Immer mehr Rentner, aber auch alleinerziehende Mütter sind auf die Essensspenden dringend angewiesen. Die Tafel kann die Nachfrage kaum decken. Wir könnten ja das Doppelte, das Dreifache an Leuten bedienen, die da sind, die bedürftig sind, wenn wir die Ware hätten, wenn wir die Spenden hätten. Die Breitners verteilen die Lebensmittel mit System. Empfänger werden registriert und bekommen eine Nummer. Es geht schön der Reihe nach. Heute fangen wir mit der Nummer 40 an, dann geht es von 40 bis 150 und dann von 1 bis 40. So rufe ich die Leute auf, muss aber ziemlich laut schreien. Aber eigentlich müssten sie es alle wissen, nur die Fluktuation ist auch groß bei uns, weil die Leute natürlich, wenn wieder einer vielleicht mal einen Job findet oder was, dann fällt er natürlich aus dem Raster. Gleich ist Rentner R. Keller dran. 50, 51, 52. 53, der Herr Keller, 54, Frau Lück, 55. Die Frau in Gelb ist Astrid Lück, 67. Die gut gekleidete Rentnerin wirkt auf den ersten Blick nicht bedürftig, doch der Schein trügt. Ich habe fast immer gearbeitet, habe 3 Kinder gekriegt.
Ja. Und doch hat das Geld nicht gereicht, weil Scheidung, das ist halt dann so. Ich bin sowas von dankbar, weil ich könnte mir das andere gar nicht mehr leisten. Mit Grundsicherung, was bleibt da noch groß übrig? Herr Keller ist nicht wählerisch. Wie wäre es mit einer Semmel, bitte schön? Die sind nicht zu empfehlen, die sind zu hart. Und die da, die was drauf ist? Die sind alle hart. Nehme ich gerne, kein Problem. Eine, zwei. Da brauche ich noch da hinten eine Abteilung für Dickes, wo irgendwie was dick macht. Was, oder was Süßes, was dick macht, bitte. Dankeschön. Bitteschön. Bei der Tafel gibt es heute sogar exotisches Obst. Mango oder Papaya? Dankeschön, vielen Dank. Fußballlegende Paul Breitner und seine Kundschaft verstehen sich prächtig. Der Sportler hat immer ein offenes Ohr und interessiert sich für die Lebensgeschichten seiner Gäste. Sie kennen die Leute gut. Die kennen uns auch gut mittlerweile. Breitner weiß, was bei den Menschen ankommt. Dann nehmen wir die. Ich bedanke mich. Servus. Ob für Erk Keller oder Astrid Lück, diese Rationen müssen nun für die ganze Woche reichen. Ich bin mehr wie zufrieden. Ich bin so dankbar. Heute kann ich wieder Marmelade einkochen. 270.000 Münchner leben unter der Armutsgrenze, haben also weniger als 1.100 Euro Einkommen im Monat. Den Wohlhabenden der Stadt ist das zum Glück nicht gleichgültig. Wir sehen das, was viele Leute nicht sehen, dass gerade in vermeintlich reichen Städten die Gegenseite im Moment immer größer wird. Nur wenige hundert Meter von der Essensausgabe entfernt wohnt Erk Keller. Sein bescheidenes Reich, eine 45 Quadratmeter große Sozialwohnung. Einst lebte der Unternehmensberater auf 200 Quadratmetern. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ging er pleite und wurde zum Sozialfall. Seinen Humor aber hat er behalten. So, kleine Schlossführung. Da drüben ist meine Bar, die ich von meiner früheren Wohnung gerettet habe. Da ist meine kleine Küche. Klein, aber fein. Kochen, Kühlschrank hinter mir, ein bisschen Platz beengt. Aber alles, was ich brauche, habe ich hier in der Umgebung. So, hier ist mein Schlafzimmer. Da ein netter kleiner Balkon da draußen noch. Ah, hier sehe ich noch ein schönes Stück aus meiner Vergangenheit. Das ist ein Mauerpodest. Und die war unter allen Fenstern. Dieses wunderschöne Stück. Ein Stück aus meiner Vergangenheit als Erinnerung. Von Ihrem Haus, was Ihnen mal gehört hat. Richtig. Und genau dieses Haus wäre seine Altersvorsorge gewesen. Besser vorsorgen kann man nicht. Ich habe vorher gesagt, dass ich im Alter auch ein reicher Mann bin. Und was ist passiert? Und es kann jedem passieren, kann auch mit was anderem passieren. Ups, da schauen wir, was wir noch haben. Tomaten. Der Münchner tat sich anfangs schwer, die Essensspenden anzunehmen. Das erste Mal sicher schon, ganz sicher. Aber was war das Gefühl? Komisches Gefühl, weil auch mein Lebensstil bisher ein anderer war. Und da denken sie sich, ja, das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn es da hingehst. Auf der anderen Seite, es hilft mir sehr. Und ich habe festgestellt, ist mir sehr, sehr lieb und wert und ist für mich sehr positiv. Auch wenn Erk Kellers Stadt als eine der reichsten Deutschlands gilt, wer zu wenig verdient oder auf Sozialleistungen angewiesen ist, gerät hier schnell auf die Verliererstraße. Extrem hohe Mieten und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum verschärfen das Problem immer weiter. Sozialreferentin Dorothee Schiwi sieht die Stadt vor riesigen Herausforderungen. Wir haben seit dem Jahr 2010 einen Bevölkerungszuwachs von 160.000 Menschen und einen Wohnungszuwachs von 35.000. Und da sehen Sie schon die Kluft zwischen Wohnungen und Menschen. Und das zeigt auch ganz klar, wie viel enger es eher in der Stadt wird. Und gerade die Enge ist tatsächlich das Thema, was am Ende das Ausschlaggebende ist für soziale und prekäre Verhältnisse. Zurück in die City. Wer durch die Straßen geht, kann die wachsende Zahl der Obdachlosen kaum übersehen. Mittlerweile leben hier 8.000 von ihnen.
Ellen Meyerhofer und Uwe Steuer sind Streetworker vom Evangelischen Hilfswerk. Sie streifen durch München, um Obdachlose von der Straße zu holen. Eine ihrer festen Stationen, der klassizistische Tempelbau der Propyläen am Königsplatz. Also das wird immer sehr gern genutzt als Schlafplatz. Genau, da sieht man noch so Überreste von Schlafplätzen. Auf einer Grünfläche nahe der Innenstadt stoßen die Streetworker auf mehrere Obdachlose. Die haben sich in der Anlage behelfsmäßig eingerichtet. Die Männer aus Ungarn leben seit mehreren Jahren auf Münchens Straßen. Was haben Sie gesehen im Internet? Wetter. Wie das Wetter heute Nacht ist? Ja. Ich schau mal schnell nach, warte. Moment. Das ist wichtig für uns. Fürs Schlafen, gell? Wo ja, ihr ja. euch ein Quartier ja. sucht. Also abends um 8 soll es noch mal gewittern, aber dann ist es nur leicht bewölkt. Sehr wichtig noch der Wind. Wind. Weil wir schlafen, Wind kommt immer rein. Ja, so bis um 2 ist der Wind relativ stark. Relativ stark. Genau. Ja. Und dann um 2 Uhr wird es besser. Genau, und am Freitag soll es dann vormittags erstmal sonnig sein. Okay. Der Traum von einem besseren Leben hat die Männer nach Deutschland verschlagen. Doch hier werden sie von der Realität eingeholt und haben als EU-Zuwanderer keine Chance auf staatliche Unterstützung. Die haben halt die Hoffnung, hier Arbeit zu finden, was dann auch oft vorübergehend gelingt. Die Arbeit scheitert dann aber oft wieder daran, dass die Leute keine Unterkunft haben. Beziehungsweise, wenn sie Unterkunft bekommen könnten, sich diese nicht leisten können. Und dann dreht sich das im Kreis. Auch im alten Botanischen Garten, unweit des Münchner Hauptbahnhofs, halten sich tagsüber Obdachlose auf. Die beiden Sozialpädagogen müssen nicht lange nach ihrer Klientel suchen. Auf dieser Parkbank fällt ihnen ein Paar auf. Die zwei sind den Streetworkern bekannt. Ich hab doch gar nichts mehr. Wir haben alles geklaut, wir haben kein Geld. Ich oh je. Also ich hab eine Idee. Vom Uwe kriegt ihr jetzt die Einladung für Sommerfest und von mir eine Fahrkarte, dass ihr hinfahren könnt. Raphael kommt aus Polen und ist Tagelöhner. Er hat ein Suchtproblem. Ich bin alkoholisch. Das ist scheiße. Und auf Straße schlafen. 5 Jahre, 6 ungefähr. Gestern ich arbeiten. Arbeit, Baustelle. Wo? Ja, okay. Genau. Ich habe keine Wohnung. Den Streetworkern sind die Hände gebunden. Eine Notunterkunft für Tagelöhner gibt es nur im Winter. Aber das Problem ist, dass wir denen wenig helfen können. Wir können ihnen anbieten, bei uns im Tagesaufenthalt vorbeizukommen, zum Waschen, zum Duschen, zum Kochen und vielleicht auch mal ein psychosoziales Gespräch. Ja, einfach mal zuhören, einfach mal da sein. Aber die Vermittlung in Sozialleistungen ist auch bei der Personengruppe nicht möglich. Nur wenige Meter entfernt liegt jemand regungslos auf der Wiese. Den jungen Mann Hallo? Haben die Streetworker schon öfter gesehen. Brauchst du Hilfe? Ja, weißt du, wer wir sind? Alles gut, sagst du. Versuch mal, dich ein bisschen aufzurichten, damit wir auch sehen, dass du in Ordnung bist. Ja. Sepp, versuch mal, dich hinzusitzen. Komm ein bisschen hoch. Komm. Okay, solange du noch so grinsen kannst, ist alles in Ordnung. Okay. Passt. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Dann schauen wir jetzt weiter. Okay. Also, dann schlaf mal weiter. Gut. Jetzt sind wir beruhigt. Tschüss. Gut. Das ist wahrscheinlich die Kehrseite. Die Stadt brummt, platzt aus allen Nähten. Ich glaube, viele Leute verdienen auch viel Geld. Aber auf der anderen Seite gibt es eben die Verlierer, würde ich jetzt mal so sagen, die da nicht mithalten können, die nicht so gut ausgebildet sind, die einfach vielleicht irgendeine Art Probleme haben, Schulden haben, Suchterkrankung, die fallen halt hinten runter. Auch sie hat 6 Monate auf der Straße gelebt. Carolina Greiner, 44 Jahre alt.
Für die gelernte Verkäuferin war es die schlimmste Zeit ihres Lebens. Noch heute fällt es der einstigen Obdachlosen schwer, darüber zu sprechen. Ja, ich hatte eigentlich ein geregeltes Leben, aber das kann ja jeden treffen, dass es mal so schlecht geht. Die Allgäuerin stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen. Nach einer Lebenskrise landete sie mittellos in München, ohne jegliche Unterstützung und ohne Dach über dem Kopf. Da in dem Gebüsch da, mein Wohnort, meine Schlafstätte. Bisschen geschützt, kein Blick von Polizei, nicht so viel sehen von Polizei, nur ein Strahler vom Auto und deswegen da. Wie ist es jetzt für Sie, hier zu sein? Ja, mit Erinnerungen verbunden, schwierigen Erinnerungen verbunden, hier. Nachts konnte sie oft vor Angst kaum schlafen. Tagsüber sammelte sie Flaschen, um sich vom Pfandgeld etwas zu essen kaufen zu können. Man ist beschäftigt damit, dass man einfach sich darum kümmert, dass man Flaschen sammelt, dass man ein bisschen was Geld bekommt oder dass man ein bisschen Geld hat. Und ich habe ja nicht gesprochen. Ich war so gekränkt und so kaputt mit meinen Nerven am Ende, dass ich mit keinem sprechen wollte. Gerettet hat sie Ellen Meyerhofer. Die Streetworkerin half Carolina wieder auf die Beine. Doch es dauerte lange, bis die Sozialpädagogin das Vertrauen der Obdachlosen gewann. Inzwischen treffen sich die beiden regelmäßig. Ja, ich kann mich erinnern, dass der Anfang ziemlich schwer war. Und auch ziemlich schwer für mich, überhaupt Kontakt zu dir aufzunehmen. Nur weinen. Nichts anderes, nur weinen. Bahnhofsmission, mal weinen, hier weinen. Ja. Aber es war trotzdem gut jetzt im Nachhinein, oder, dass du zu uns ins Büro gekommen bist. Das war das Beste. Wer weiß, wo ich jetzt wäre. Wer weiß. Von da an ging es für Carolina bergauf. In der Teestube Komm des Evangelischen Hilfswerks fand sie zurück in einen geregelten Alltag. Die Einrichtung bietet Wohnungslosen die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, zu kochen, Wäsche zu waschen und zu duschen. Ich war immer schon 2:10 vor der Türe, weil ich mir gedacht habe, ich muss ganz schnell in die Dusche. Und das war immer so schön, wenn der erste Strahl kam und du standst unter der Dusche. Das war so richtig befreiend, würde ich mal sagen. Das war so richtig schön befreiend. Carolinas Traum von einer eigenen Wohnung ließ sich nicht so schnell erfüllen. Ellen Meyerhofer musste erst einmal einen Antrag stellen. Carolina kam auf eine lange Warteliste. Es ist wahnsinnig viel Papierkram, das sieht man in diesem Ordner. Genau, der ist jetzt von der Carolina. Das ist das, was wir die ganzen Jahre über gemacht haben. Genau, kann dann auch sein, dass der Antrag erstmal nicht angenommen wird. Dann muss man den nochmal stellen. Also es ist unglaublich viel Schreibkram, den die Leute selber gar nicht bewältigen können. 3 Jahre lang tingelte Carolina von einer Notunterkunft zur anderen. Dann endlich wurde ihr größter Lebenstraum wahr. Sie bekam eine eigene Wohnung. Ein Glücksmoment, den sie nie vergessen wird. Mit wenig Geld, aber dafür mit viel Liebe, richtete sie ihr neues Heim ein. Mein Zuhause ist mir das Wichtigste, das Allerwichtigste. Es gibt nichts anderes, es gibt nur das als Wichtigstes. Dass ich einfach weiß, wo ich ankommen kann. Wo ich meine Ruhe finde, wo ich ausruhen kann, wo ich schlafen kann. Das ist für mich das Wichtigste. Mittlerweile hat die 44-Jährige einen Job als Servicekraft in einer sozialen Einrichtung gefunden. Ohne Unterstützung von Sozialarbeitern undenkbar. Die Armen von München. Mittlerweile trifft man sie an vielen Plätzen. Das Traurige, meist sind es alte Menschen, deren Rente zum Leben nicht reicht. Arm im Alter, das ist auch Evelyn Scheffel. Die Münchnerin würde nie gezielt nach Pfandflaschen suchen, doch liegen lässt sie sie auch nicht. Das Geld liegt auf der Straße. Man muss das aufheben, weil die Leute schmeißen das unachtsam weg. Das sind jetzt mal 15 oder 25 Cent. Und die tun mir gut. Ich kann das nicht sehen, wenn das sowas auf der Straße liegt. Sind Sie die Einzige, die so Flaschen sammelt hier? Das kann ich nicht sagen, da sammeln mehrere. Oh mein Gott, das mache ich nicht. Da würde ich mich schämen, wenn mich jemand sehen würde. Gerade in München, wo Erfolg zum Lebensgefühl gehört und Reichtum gern offen gezeigt wird, will sich niemand die Blöße geben, als arm dazustehen.
Auch Evelyn Scheffel tut alles, damit man ihr die finanzielle Not nicht ansieht. Im Alltag muss sie jedoch auf vieles verzichten. Wunderschön, aber zu mir sind sie zu teuer. Darf man da mal probieren? Oh. Wunderbar. Danke. Nicht dafür. Danke. Da kommen gleich die Tränen. Oh, sind die gut. Ach, ist der Mann, ich bin. Warum sind Sie jetzt so traurig? Naja, da kommen mir die Tränen, weil das. Weil das so ist. Weil das halt so ist. Weil mir ich halt das nicht leisten kann, gell? Die Münchnerin lebt im Stadtteil Pasing. Seit ihrer Scheidung vor 23 Jahren ist sie alleine. Die 74-Jährige hat ihr Leben lang gearbeitet. In jungen Jahren als Industriekauffrau im Büro. Später, als sie ihre Söhne großzog, ging sie nebenbei putzen. Wenn die in der Schule waren oder im Kindergarten waren, bin ich mit dem Radl gefahren bis Grävelfing und hab geputzt. Die meisten Berufsjahre verbrachte sie jedoch bei der Post. Ich habe immer gearbeitet. Immer. Also ich kann nicht einmal sagen, dass ich auf der faulen Haut gelegen bin oder irgendetwas. Ich war immer fleißig. Und trotzdem reicht die Rente kaum zum Überleben. Ach ja, was werden wir heute zum Essen machen? Schauen wir mal. Oh mein Gott. Da schaut es mau aus. Da kann ich mir heute nicht mehr viel leisten. Aber ich habe ja Kartoffel. Da gibt es dann Röstkartoffel, weil das muss noch lange bis nächste Woche. Trotz eines arbeitsreichen Lebens auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein, dieses Schicksal teilt Evelyn Scheffel mit vielen Frauen. Um über die Runden zu kommen, bezieht sie Grundsicherung, eine Art Sozialhilfe für Rentner. Ich komme doch mit 800 Euro nicht in München aus. Nie und nimmer. Wenn ich schon 600 Miete zahle. Die staatliche Grundsicherung hilft Menschen mit Minirenten über das Gröbste hinweg. So ist zumindest sichergestellt, dass nach Abzug von Warmmiete und Strom monatlich noch rund 400 Euro zum Leben bleiben. Dennoch ist der Kühlschrank bei Evelyn Scheffel oft leer. Fleisch kauft sie nur selten. Heute gibt es wieder Bratkartoffeln. Die sind billig und machen satt. Auch ihre Söhne können der Rentnerin finanziell nicht unter die Arme greifen. Die stolze Münchnerin schämt sich für ihre Notlage. Nie und nimmer hätte ich daran gedacht, dass es mir, dass ich mal zum Amt laufen muss und schauen, dass ich Geld kriege. Das hätte ich mir nie gedacht. Zu den finanziellen Sorgen der Seniorin kommen gesundheitliche Probleme. Die Münchnerin musste lange gegen Lungenkrebs ankämpfen. Heute leidet sie an Asthma. Zum Schlafen braucht sie dieses Sauerstoffgerät. Die Krankenkasse kommt nicht für alles auf. Als ihre alte Matratze durchgelegen war, konnte sie sich keine neue leisten. Das besorgte dann die Münchner Organisation Lichtblick Seniorenhilfe. Die hat, glaube ich, 235 Euro gekostet. Das konnte man nicht auf einmal leisten. Auch nicht bei drei Firmen zusammensparen geht auch nicht. Die Rentnerin ist dankbar für die Unterstützung durch den Verein. Und sie ist nicht die Einzige. Stadtteil Haidhausen, Sitz der Lichtblick Seniorenhilfe. Vor 14 Jahren gründete Lydia Staltner den Verein für bedürftige Rentner. Mittlerweile unterstützt Lichtblick fast 10.000 von ihnen in ganz Deutschland mit Zuschüssen für Arzneien, Lebensmittel oder Kleidung. Mich rührt, dass diese Menschen das ganze Leben lang gearbeitet haben. Waren Friseusen, Krankenschwestern, Verkäuferinnen. Also Menschen, die wir brauchen. Und die haben einfach sehr wenig Geld verdient. Die verdienen jetzt immer noch sehr wenig Geld. Und sind jetzt in der Altersarmut, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Und das tut mir einfach weh. Treffpunkt Isartor. Lichtblick Seniorenhilfe hat heute 30 ältere Münchner zu einem Ausflug nach Bad Tölz eingeladen. Mit dabei ist auch Evelyn Scheffel. Für sie ist die Tagesreise ein echter Höhepunkt. Denn wer sich von seiner kargen Rente kaum das Nötigste leisten kann, für den sind Urlaube oder Ausflüge ins Münchner Umland nicht drin. Mitarbeiterin Marion Greger koordiniert die Fahrt und hat sich mit der Gründerin eine Überraschung ausgedacht.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie alle heute mit dabei sind. Und was ganz schön ist, ich hoffe, Sie freuen sich drüber. Die Frau Staltner hat gesagt, jeder von Ihnen bekommt 20 Euro in Klammern Taschengeld. Das finde ich ja ganz niedlich, den Begriff. München gilt als Weltstadt mit Herz. Nicht zu Unrecht, die Hilfsbereitschaft ist groß. Allein 2016 spendeten Firmen und Privatpersonen dem Verein einen siebenstelligen Betrag. Also Geld verteilen macht ja richtig Spaß. Glückliche und zufriedene Gesichter in der Seniorenrunde auf der Fahrt nach Bad Tölz. Das gefällt mir sehr gut, was die alles machen. Das gefällt mir ganz, ganz gut. Sind Sie dankbar? Ja. Das rührt Sie? Das ist doch eine Hilfe. Wenn man irgendwas braucht oder so, wenn was kaputt wird. So was haben wir nicht alle Tage. Können wir uns nicht leisten. Was haben Sie beruflich gemacht? Ich war Friseuse. Und wie lang? 43 Jahre. Und wie viel Rente bekommen Sie? Ja, so um die 900 rum. In München ist man ja da arm. Ne? Weil München ist ja teuer und das wird ja immer schlimmer. Ich war früher Unternehmer. Eigentlich denkt man ja, als Unternehmer könnte man ja gut davon leben im Alter. Das war natürlich ein Riesenproblem. Ich habe pleite gemacht. Mein Fahrer von mir hat einen Anhänger umgeschmissen. Der war zwar versichert, aber er war nicht versichert in Verbindung mit meinem Fahrzeug. Das hat mich dann mein Haus gekostet, die gröben Zähl. Und weil die Versicherung hat das ja nicht übernommen. Ja, und einen Haufen Schulden habe ich auch noch. Rund 15.000 Rentner in München leben derzeit am Existenzminimum. Auch wenn Lichtblick nur einen Teil von ihnen unterstützen kann, die Arbeit des Vereins ist immens wichtig. Wir haben im Moment ungefähr jeden Tag 10 Anträge von Menschen, die also wirklich sagen, die Miete ist sehr hoch, das Leben ist sehr teuer. Und ja, die ist sehr verbreitet, die Armut, aber wird sehr gerne nicht drüber gesprochen. Ankunft in Bad Tölz. Einmal im Jahr finden hier die Tölzer Rosentage statt. Gartenbegeisterte können sich an Blumen erfreuen oder einfach über den Markt bummeln. Ein willkommenes Erlebnis in der Gemeinschaft. Denn wer kaum Geld hat, kann am geselligen Leben nur schwer teilhaben. Armut macht einsam. Der Verein Lichtblick will auch dagegen etwas tun und Rentnern wie Evelyn Scheffel ein bisschen Lebensfreude schenken. Auf der Fahrt hat sie den 70-jährigen Wolfgang Glötzl kennengelernt. Die Rentner scheinen sich gut zu verstehen. Eins haben sie auf alle Fälle gemeinsam, wenig Geld. Darf ich den mal probieren? Ja. Da haben wir einfach, der steht. Was meinst du? Sehr gut, aber wir hätten ein bisschen einen anderen. Na, größer vielleicht nicht, aber. Größe ist schon ganz toll bei Ihnen. Ist schon toll, gell? Ist schon, ja, schau mal hin. Ja, sitzt noch mal auf. Soll ich ihn aufsitzen? Ja, freilich. Probieren wir, ja. Darf ich schon, gell? Ja, klar. Ja, der passt ja gut. Ein Spiegel, der wäre ein Spiegel, schau. Siehst du, ja, du schau her. Mach ich mir nicht schauen lassen. Ganz toll. Da gibt es aber eine kleinere Größe und das ist die größere. Das ist jetzt so 60er. Schaut gut aus, gell? Der schaut gut aus, der kriegt deine Kaffee. Ja, was kostet aber der? Du musst ihn zahlen. Ich muss nicht. Ich hab kein Geld dabei. Gott. Nein, er sitzt gut. Das ist selber genäht. Ja, glaube ich. Glaub ich, selbst. Ich selbst. Aber das ist wirklich schön. Gefällt mir gut. Mir gefällt der noch besser. Super, der super. Wie viel kostet der? 79 Euro. Das ist ja viel Geld. Lichtblickgründerin Lydia Staltner hat schon früher als so mancher Politiker erkannt, dass Altersarmut Deutschland vor große Probleme stellen wird. Ich war in der Familie selber betroffen. Und habe deshalb gesagt, ich mache mal was für alte Leute. Und dann habe ich 2003 einfach für alte Menschen in finanzieller Not was gemacht. Obwohl jeder mich ausgelacht hat und hat gesagt, mach doch lieber für Kinder was, mach für andere was. Für alte brauchst du doch nicht, das ist kein schönes Thema. Und dann habe ich mich durchgesetzt und habe gesagt, nein, ich mache für alte was. Der Höhepunkt des Nachmittags. Eine Lesung mit dem Schauspieler Hansi Kraus. Seine Rolle in den Lausbubengeschichten machten ihn deutschlandweit bekannt. Inzwischen ist der Münchner Schauspieler 65 Jahre alt. Auch ihm bereitet das Thema Altersarmut Sorgen. Ja, ich hoffe, es wird mich mal nicht betreffen. Ich meine, so jung bin ich auch nicht mehr, gell? Und Rente ist bei mir auch nicht so hoch. Also, es geht zwar, aber. Ich denke, die Miete könnte ich in München nicht zahlen. Also das ist schon alles sehr teuer geworden in München, muss ich sagen.
Wo der Staat nicht genügend hilft, da engagieren sich Privatleute, die es sich leisten können, anderen etwas abzugeben. Menschen wie Holger Eberlein. Der 47-Jährige ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er und seine Familie leben in einer exklusiven Penthouse-Wohnung mit riesiger Dachterrasse und traumhaftem Blick über München. Wer sich so etwas leisten kann, der ist ganz oben angelangt auf der sozialen Leiter. Doch der Oberbayer und seine Frau, eine gebürtige Schwäbin, kommen aus bescheidenen Verhältnissen. Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenig zu haben. Wir hatten auch einfach immer wenig Kohle. Deswegen haben wir das Thema, dass es am Ende des Monats kein Fleisch mehr gab, zum Leidwesen meines Bruders oft mitbekommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach so ein soziales Gefühl herkommt. Als die Eberleins sahen, dass immer mehr alte Münchner im Müll nach Flaschen suchen, beschlossen sie etwas zu tun und stießen auf die Hilfsorganisation Lichtblick. Mein Mann und ich, wir hatten auch einfach, glaube ich, ein gewisses Glück. Uns geht's gut und wir geben auch gern davon einfach etwas zurück oder etwas ab. Die Eberleins unterstützen 5 Rentner mit einer Patenschaft von jeweils 35 Euro im Monat. Eine Empfängerin ist Evelyn Scheffel. Heute wird sie zum ersten Mal ihre Paten kennenlernen. Für das Treffen macht sie sich extra schick. Ich gehe immer adrett aus dem Haus, ich gehe immer geschminkt aus dem Haus, ich gehe frisiert, schön frisiert aus dem Haus. Also ich habe keine Lumpenkleider an. Also meine Kolleginnen, wenn ich mich oft treffe, auf der Straße oder beim Einkaufen, dann, ah, mei, Evi, du schaust aber so gut aus und so. Aber wie es da drin ausschaut, so was kann Mensch. Die Münchnerin will nicht mit leeren Händen bei den Eberleins ankommen. Ein Blumenstrauß ist das Mindeste. Auch wenn ihr Budget klein ist. So, grüß Gott. Ich bräuchte bitte ein schönes Sträußchen für 5 Euro. Für 5 Euro? Ja, geht da sowas? Geht da was? Schauen wir mal, was wir da haben. Wir mit Sommerblumen machen. Bitte? Mit Sommerblumen. Ja. Für einen kleinen Strauß reicht es gerade so. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach ja, ich glaube, das ist ein ganz nettes Sträußchen für die Leute. Vielleicht haben sie ein bisschen Freude damit. Zurück im Münchner Stadtteil Au. Auf der Dachterrasse ihrer Wohnung warten die Eberleins gespannt auf ihren besonderen Gast. Sie hoffen, dass die Rentnerin sich bei ihnen wohlfühlt. Ich finde es sehr mutig von der Dame, dass sie sich einfach zu uns direkt auch zu Hause reinwagt. Und, man hätte es auch neutraler machen können. Das wäre für uns auch in Ordnung gewesen, wenn das jetzt in einem Café wäre. Hätte man sich auch treffen können. Aber umso schöner, dann lernt sie das kennen und dann wird es auch noch realer. Kein leichter Weg für Evelyn Scheffel, nicht nur wegen der Aufregung. Die asthmakranke Frau muss all ihre Kraft aufbringen, um die 4 Stockwerke bis ganz nach oben zu schaffen. Im Haus gibt es keinen Lift. Jetzt bin ich aufgeregt. Ja, hallo, grüß Gott. Grüß Sie, Frau Scheffel. Ja, hallo. Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Grüß Sie, hallo, schön. Das ist der Enkel. Das ist der Enkel, der Noah. Der Enkel. Genau. Mein Sohn, der Noah. Hallo, Laura. Grüß Gott. Ein Sträußchen, gell? Ist der schön, Riemel? Frau Scheffel, da haben wir die gleiche Idee gehabt. Wir haben auch einen Blumenstrauß. Echt? Ja. Das können wir einmal tauschen. Ja, ja. Danke dir. Oh, der ist schön. Dass ich die Leute mal kennenlernen. Also, schön. Die für mich Gutes tun. Ja, okay. Ich freue mich, dass es hier. Uns freut es auch, dass Sie gekommen sind. Wollte ich unbedingt. Schön. Kommen Sie ruhig mit in die Küche. Schöne Oma. Ja, um Gottes Willen. Die Terrasse über München und alles. Ja, das ist schön. Ach. Das geht ja gar nicht besser. Ach, mein Gott. Schnell finden die ungleichen Partner zueinander. Die Chemie zwischen der Unternehmerfamilie und der Rentnerin stimmt. Hätten wir jetzt auch nicht erwartet, so eine nette Dame. Okay. Sie ist sauer.
da freuen wir uns auch. Ja, ich war gespannt, wie noch gerade was. Ja. Ist, was werden wir jetzt erwarten? Was ist jetzt, mein Gott? Und dabei bin ich so überrascht. Bin wirklich überrascht. Schön, ja. Freut uns. Die Seniorin erzählt von den kleinen Dingen, die sie sich jetzt leisten kann, dank der 35 Euro, die sie jeden Monat von ihrem Paten bekommt. Ich habe mir so einen Sprudler gekauft, so einen Sodasprudler, weil ich konnte über den zweiten Stock um, die konnte ich in die Flaschen schleppen. Und den haben wir jetzt geleistet von dem Geld. Zweimal weggelegt und ein bisschen was noch vom anderen dazu. Der macht mir so viel Freude, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich nicht mehr schwere Flaschen schleppen muss. Gell? Sie bekommen die ganzen 35 Euro? Die kriege ich ganz. Früher war der Fall, wollte ich die Grundsicherung abziehen. Weil man darf keinen Pfennig mehr haben, als wer was mit Grundsicherung hat. Okay. Und da steht jetzt extra drin, ganz rot dick, weil ich muss ja alles nicht belegen, wenn ich wieder zum Amt muss. Gell? Da steht gar nicht, darf nicht von der Grundsicherung abgezogen werden. Evelyn Scheffel kann sich glücklich schätzen, solche Unterstützer zu haben. Für die Eberleins ist es eine kleine Summe, für die Rentnerin eine große Hilfe. So, auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Ja, wunderbar. Sehen Sie noch zitiert. Sehen Sie das da war? Ja. Trotz vier Stockwerken. Ja, ja. Also. Noch mal tausend Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Abend. Ich finde das so was Rührendes. Ganz toll. Oh mein Gott. Na, war richtig schön. Es war richtig schön. Das ist halt wieder mein Herz aufgegangen. Evelyn Scheffel empfindet tiefe Dankbarkeit für ihre Unterstützer, die sie zum ersten Mal getroffen hat. Und auch für Familie Eberlein war die Begegnung etwas Besonderes. Ich finde es sehr schön, wenn man jetzt zumindest ein Gesicht zu den Spenden dazu hat. Das macht schon großen Spaß. Freut man sich noch mehr. Die Eberleins zeigen Herz für Münchner, denen es nicht so gut geht wie ihnen. Und sie hoffen, dass möglichst viele Wohlhabende ihrem Beispiel folgen werden.